Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mountain Blade Warband. Ja, wir haben unser großes Heer hier versammelt, um diese kleine schöne Burg des Sultanats einzunehmen. Ich guck noch mal kurz durch, habe ich genug Leute beisammen? Eher nicht. Es wird eher kritisch. Also drehen wir noch 2-3 Runden, in der Hoffnung, dass die anderen Leute endlich es schaffen, die Verwundeten. Ah, hier hatten wir schon alles ausgekauft. Gut, egal. Die Verwundeten zu verpflegen, bis sie wieder kampfbereit sind. Zumindest einige von ihnen. Uns geht es hier nicht besser. Wir haben immer noch selber Verwundete dabei. Wir wissen ja auch, so stark ist die Burg nicht verteidigt. Das heißt, es sollte alles in einem Schwung machbar sein. Darauf freue ich mich dann auch schon. Wenn wir diese Burg endlich eingenommen haben. In einer der letzten Folgen habe ich ja eine schöne Stadt eingenommen. Und die habe ich blöderweise dann einen Vasallen weitergegeben. Der freut sich jetzt natürlich ungemein. Problem von mir ist natürlich, wenn er abspringt, muss ich die Stadt schon wieder und von vorne einnehmen. Das ärgert mich. Naja, lässt sich nicht ändern. Hier machen wir Infanterie draus. So. Ah, Verstärkung. Jetzt sind wir genug. Jetzt können wir tatsächlich die Burg hier angreifen. Eine Belagerung aussprechen. Dem Befehlshaber sprechen. Seine hoffnungslose Lage erklären. Oh, wir haben richtig Zeit. Belagerungsturm wird gebaut. Tja, da sind wir mal wieder 2,5 Tage mit Belagerungsturmbauen beschäftigt. Und wer macht das nicht? Gut, das Sultanat überfällt wieder das eine oder andere Dorf von uns. So, die meisten haben sich etwas beruhigt, sind Richtung neutral gesunken von ihren Minusständen, also nach oben hin. Es kommen immer mehr, die mitmachen wollen. Jeder denkt sich, oh, ich war dabei, ich bekomme die Burg. Oh, wieder ein paar Dörfer, die niedergemacht werden. Nicht so schön. Aber es ist soweit. Wir warten natürlich jetzt erstmal noch bis auf den Morgen. So. So, es ist morgen. Wir können den Angriff starten. Ich kämpfe lieber bei Tageslicht als in der Nacht. Und dann geht's los. Yay! Also Freunde, schön an den Turm stellen, alles nach vorne schieben. Und dem Feind Ärger machen. Zu hoch. So massig zu hoch. Noch zu hoch. So ist besser. Irgendwie treffe ich nicht mehr. Ah, jetzt. Ja. So, sehr schön. Wir werden jetzt den einen oder anderen in der Mauer pflücken können. Dann haben unsere Infanteristen weniger zu tun. Ja, die stellen natürlich ein Problem dar. Die können wir nämlich nicht so gut runterschießen. Eben auf die andere Seite, da gibt es welche auf dem Turm mit Bogen, ohne Schild. Was wichtig ist, hat eben ohne Schild bzw. mit Schild, aber nicht angelegt. Die können wir dann kurzerhand entfernen. Aber ein Treffer. Warum fällst du nicht um? So, jetzt besser. Dich kriegen wir auch noch. Aha.
Wenn mich nicht direkt den Kopf trifft, braucht man echt viele Bolzen, um einen zu niederzustrecken. Echte Probleme mit dem Satzbau heute, oder? Fängt schon wieder so an. So, den könnten wir vielleicht auch noch erwischen, bevor der Turm da ist. Jawohl. Da haben wir noch einen. Ist auch weg. Gefährlich. Macht bitte die Armbrust fertig. Dankeschön. Gefährlich sind die, die draußen stehen und unbehelligt hier runterballern können. Das muss ich leider mal abändern und verhindern. Oh, ich muss von ganz weit oder ziemlich genau schießen. Ich nehme mal genau. Bin ich normalerweise nicht so gut drin, aber im Moment habe ich Glück. Nee, das kann ich vergessen. Von der Position aus treffe ich ihn nicht. Von hier ist es eher möglich. Na gut. Einer. Sehr schön. Unsere Leute laufen auch gerade alle auf die Mauern, aber so viele können nicht mehr übrig sein. Schließlich haben wir mindestens mal 10 selbstständig von der Mauer geschossen. Und unsere Soldaten haben ja auch ihre Arbeit gemacht. Oder sind noch dabei. Ernst. Ich würde gerne den Feind erschießen können. Dankeschön. So, wieder einer weg. Da hinten, die kriege ich auch noch. Ach verdammt, jetzt würde ich ihn vorbeilaufen und gerade erschießen und schon ist er mir entwischt. So lässt sich leicht erschießen. Bringt aber im Endeffekt nichts, weil sie sich immer direkt in meinen Sichtbereich stellen. So, jetzt einfach durchlaufen in der Mitte, nicht stehen bleiben, immer weitergehen, immer weitergehen. Auch für die Bogenschützen gilt, immer weitergehen, dankeschön. Perfekt, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt, ist mir egal. Ich kümmere mich mal schnell um die Armbrustschützen auf der kleinen Burgmauer da oben. Falls sie dann noch mitkämpfen wollen. Ach, Kerl. So, dankeschön. Ja, da komme ich nicht durch. Ich muss tatsächlich wie die anderen außen rum. Toll, der zweite Treffer, der steht immer noch. Ha, erwischt. Ich glaube, da geht es um die letzten Schläge. Zwei verteidigen das Ganze noch. Einer. Ja, nochmal genau hinschauen. Er verteidigt noch ziemlich gut, muss man dazu sagen.
aber vergebens. Sieg, Sieg und nochmal Sieg. Was haben wir denn verloren? 150 Mann haben unsere Verbündeten verloren, wir haben nur ein paar 8 oder so. Und das, um nur 50 Leute aus der Burg rauszuprügeln. Ist das euer Ernst? Gut, wenn ich sehe, was ich jetzt gerade an Gefangenen einnehme, kann ich es nachvollziehen. Das ist alles nicht so ohne. Karawanenmeister. Die sind eigentlich relativ nutzlos. Nicht kampfstark, die sind ja, zumindest zu Pferde unterwegs, aber ansonsten eigentlich nicht brauchbar. Werten wir euch mal auf Richtung Reiterei? Reiterei. Nehmen wir Reiterei. Wachmann macht Armbrustschütze. Infanterie, Infanterie. So, tatsächlich. Wir haben jetzt mehr Leute als vorher. Eine unbedeutende Zahl, aber es sind mehr. Ja. Reichsin hat noch keine Burg. Oder ein Dorf. Ja, passt schon. Weiter geht's in die nächste Gegend. Hier haben wir noch ein bisschen was vom Sultanat. Da schauen wir doch einfach mal vor der Tür vorbei. Ach, der hat keine Lust mehr. Dafür sind die anderen noch ziemlich motiviert. Finde ich gut. Auch wenn sie schwere Verluste eingesteckt haben. Das wird eher schwieriger. Hier ist immer noch Sultanat. Es gibt's gar nicht, wie weit das Sultanat sich hier ausgedehnt hat. So, die Frage ist natürlich, worum kümmern wir uns zuerst? Uxkal? Er wird allerdings belagert schon. Irgendwer will es haben, wahrscheinlich die Nord. Oder kümmern wir uns darum, dass wir hier das Sultanat gänzlich aus den Bereichen hier raus vertreiben. Ich würde sagen, wir kümmern uns um das Sultanat. Allerdings haben wir im Moment sehr viele Truppen, die ja gesundheitliche Probleme haben. Nennen wir es mal so. Deshalb werden wir erstmal eine kleine Rekrutierungsrunde drehen. Der ein oder andere Fürst ist sowieso wieder auf dem Ausweichkurs. Und auch das ein oder andere Dorf wird schon wieder überfallen. Freiwillige werden mitgenommen, ist ja klar. Futter wird auch mitgenommen, sowieso klar. Zeitaufwendigen Belagerungen, die gehen halt einfach an die Nahrungsmittelreserven. Andererseits kann ich jetzt auch mal hier über die Dörfer stromern und Rekrutierungen vornehmen. In der Zwischenzeit können unsere Leute sich ein bisschen gesunden. Und sollten wir wieder fit sein und zahlenmäßig ausreichend überlegen, werden wir uns das nächste Dorf schnappen, oder beziehungsweise die nächste Burg schnappen. Und hier eigentlich kurz Stopp machen, je nachdem wie stark das Ding ist. Wobei das ist schon länger in deren Besitz, da könnte es eigentlich so sein, dass recht viele Verteidiger drin stehen. Finden wir es einfach mal raus. Aber erst nach der Runde über Dirim. Wir haben wieder sehr viele Anfänger. Die wollen alle noch geschult werden, das sieht man hier wieder. Also eigentlich erst bei den Anfängern weiter unten. Hier fängt es an mit den ganzen Jungs und Mädels, die gerade Rekruten sind. Die brauchen noch ein wenig Schulung.
Ja. Er ist immer noch an uns dran, hat aber eigentlich keine Armee mehr, mit der er dienen kann. Der Norden. Der Norden wird mal wieder angegriffen. Diesmal sogar unser eigener Norden. Denn es geht um Burg Jamiche. Jamiche ist, wenn ich mich recht entsinne. Ah nee, das war das andere. Jamiche. Ach, das haben wir erst erobert und wird schon wieder belagert. Na gut. Lässt sich erstmal nicht ändern. So, wir schnappen uns erstmal die Reben. Suchen die Schenke auf. Spendieren ein kleines Ründchen. Oh, Dankeschön. Das Volk mag uns noch mehr, wie es sich gehört. Und wir nehmen uns noch ein paar Wachleute mit. Na gut, das ist alles nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wachleute, ich hätte gerne ein paar Elite-Soldaten. Das wäre viel, viel spannender, viel, viel schöner, viel ergiebiger. Lässt sich aber wiederum nicht ändern. Ab dahin. Rekrutieren. 10 Leute, sehr gut. Und wir schauen einfach mal bei der Burg nach, wer sich denn da so rumtreibt. Ja. Nee, wir werden den Roddock für später aufheben. Oha! Na, das ist eine Einladung. Belagert jemand Dirim direkt vor unserer Nase? Oder hat's versucht? Ja, okay, Geld. Wie viel sind's? 100 mit einer Geschwindigkeit von 4,3. Den kriege ich, auch wenn ich ihn alleine schaffen muss. Hey, der ist voll von uns überzeugt. Ich möchte mal privat mit ihm sprechen. Was denkst du denn über deinen König? Lang soll er leben? Aha, okay. Schade. Dann muss ich dir wieder eins auf die Mütze geben, bis du zur Vernunft kommst. Er ist voll von uns begeistert. Aber er ist so dumm und hat sich dem falschen Herrscher angeschlossen und möchte natürlich nicht. Boah, war das laggy. Gut, möchte natürlich nicht seinen Herrscher verraten, weil er doch auch von ihm überzeugt ist. Das können wir natürlich nicht ändern, indem wir auf den Kopf hauen, aber zumindest können wir unsere Leute trainieren und ein bisschen beschäftigen. Unsere Fürsten würden dann auch noch mal besser von uns denken, wenn wir den Feind auch tatsächlich bekämpfen und nicht nur fliehen lassen. Oh, ich kann ja gar nicht nachladen. Ha! Die Verwirrung greift um sich. Sterbt, ihr Unholde! Ihr habt euch der falschen Sache angeschlossen. Na komm, mein Freund. So ist besser. Wir warten eigentlich alle nur noch auf die Verstärkung vom Feind, die einrücken oder eintreffen soll. Aber der Rest hier ist eigentlich ziemlich schnell niedergemäht worden. Da kommt sie auch schon. Er hat auch zum Teil recht gute Soldaten dabei.
mir immer an den Erfahrungspunkten, die wir für die Tötung kriegen. 168, das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt machen wir hier einfach mal den Rest weg. Eieiei, wer hätte das gedacht? Die Kämpfer sind stark genug, um durch unsere Rüstung zu kommen. Eher unentspannt. Ja, hört ihr wohl auf damit? Ach, Entschuldigung, Pferd. Aber ich würde eigentlich nur den Dings hauen. Es darf nichts mehr übrig sein. Jungs, was braucht ihr denn wieder so lange? Jetzt geht's gegen die Kavallerie. Also, ich habe wieder das arme Pferd zerhackt. Das wollte ich nicht. Na gut, lässt sich leider nicht mehr ändern. Er hat sich gut gewehrt, will aber noch eine zweite Runde. Die soll er haben. So, jetzt können wir uns mal wieder um die Fernkämpfer ein bisschen kümmern. Und Nahkämpfer auch. Nämlich um jeden, der sich gerade unter unsere Waffe stellt. Interessanterweise kriege ich wirklich kaum einmal den Schlag so hin, dass ich den Gegner direkt mit einem Hieb vernichte. Huskale sind dann einfach ein ganz anderes Kaliber. Natürlich sollte man auch in die richtige Richtung schwingen. So. Problem ist natürlich, wenn man trotz der richtigen Richtung dem Feind nichts tut. ja. Ungünstig, würde ich sagen. Sehr gut, Leute. Ich gehe mal davon aus, dass der Fürst wieder fliehen wird. Nein, er ist nicht geflohen, aber trotzdem schenke ich ihm die Freiheit. Ihr wisst ja. Oha! Oha, der Feind war gar nicht mal so schlecht. Er hat uns unsere Leute gefangen genommen. Oh nee, da muss ich was ändern. Badischer Rekrut freilassen, dafür holen wir uns einen Ritter mit. Rekrut nochmal freilassen, hätte ich mal gleich gucken sollen. Dafür holen wir uns die Miliz mit. Jetzt sind wir endlich vollzählig. Mehr geht nicht, den Banditen können wir gefangen nehmen, das passt schon. Ja, die Ausrüstung darf sich ein anderer Fürst nehmen. Und mit dem Tross könnten wir eigentlich auch gleich mal hier die Burg angreifen. Und natürlich auch die Verteidigung von Yamiche einleiten. Großer feindlicher Trupp bei Burglen. Ja, gefällt mir nicht. Das heißt, da zieht er wieder Truppen zusammen, um Irim einzunehmen. Sollte verhindert werden. Aber immer eins nach dem anderen. So, zuerst mal wieder alle Rekruten ausbilden.
Wir haben wieder viel zu viele Leute. Wir haben viel zu viele verschiedene Sorten. Das dauert dann immer ewig, bis man die ganzen Leute durchgegangen ist. Oh, hier hin sollte er. Das bist du hoffentlich noch. Oh ja, wenn wir hier die Truppe erstmal zusammengestellt haben, also die Armee, gehe ich ganz stark davon aus, dass der Feind. Moment, erstmal weiterziehen. Wird belagert. Sollte ich zuerst die Burg verteidigen? Ja, ich glaube, ich sollte zuerst die Burg verteidigen, bevor ich eine neue einnehme. Eigentlich relativ schnell gemacht. Allein die Präsenz dieser großen Armee wird den Feind schon in die Flucht schlagen. Falls überhaupt noch irgendeiner eine Belagerung aufrecht hält. Und das scheint nicht so zu sein. Also. Erdmarsch. Ihr könnt abkürzen, Jungs. Und wir beginnen schon mal mit der Belagerung. Ja, ich weiß, wie viele Leute sich angeschlossen haben. Das ist schon. So, okay, bereitet die Leitern vor. Das geht dann relativ schnell, so sei es. 8 Stunden, 4 Stunden, wegen der Fertigkeitsstufe 8. So. Aber bevor wir in den Kampf gehen, machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.